alten Helden sind nicht wieder zu erkennen. Werd nie wieder zu nem Stan, denn hätte ich früher schon gewusst, dass er Schwule gern zu Schmutz macht, hätte ich im Schulbus die Mucke nicht gepumpt, Mann. Aber würd mich auch nicht wundern, hätte ich's doch getan. Hab vieles überhört, im Hip-Hop waren in meinen jungen Jahren. Und als ich ihn dann traf, hab ich nichts gesagt. Jetzt hätte ich gern gefragt, ob ne Frau auch in die Disco darf. Es zog Reife ins Land und jetzt bin ich der Dane für die Scheiße, verdammt. Abgedriftet in Verschwörungen, vergiftet von den Drogen, in dem Business noch des Boten, doch ich biss auf die Idioten, ciao. Gegen Schwule ist, wenn er in Interviews sitzt und auch nicht auf CDs. Wenn sie schwuchtelt, sagen, meinen sie das nicht so, wie ich's versteh. Genauso wie wenn Fußballkurven unpolitisch sind und damit dulden, dass die Faschos einfach unter ihnen sind. Die meinen es anders, die sagen auch Bitch und Fotze und so'n Scheiß. Ich glaub auch Tretti hat Jesus seine Meinung ordentlich gegeigt und in Zukunft lässt er das sein. Ich bin sicher, er hat's kapiert. Schließlich wird er jetzt von mir und paar Journalistinnen boykottieren. Ich hab andere Lieblingskünstler. Chefcat fand ich cool.